Aber schon einen Ersatz gefunden. Running Wild waren vor kurzem erst noch auf großer Promotour durch Deutschland. Der Hard- und Heavy-Spion war dabei. Worum geht's in den Texten der neuen Running Wild LP? Verschiedene Sachen. Also wir haben sozialkritische Themen, wir fassen uns teilweise auch mit Politik, mit Geschichte vor allen Dingen auch, was so eine Geschichte abgelaufen ist. Wir versuchen einfach den Fans so gewisse Denkanstöße zu geben, so in verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, das ist uns auch bisher gut gelungen. Euch vorstellen, auch mal in Deutsch zu singen? In keiner Weise, das ist ja völlig daneben. Weil Heavy Metal ist nur eine britische Musik und Heavy Metal mit deutschen Texten, das zieht mir die Schuhe aus. Erzählt doch mal was von eurem Piraten-Image. Ja, angefangen hat das Ganze mit der anderen Jolly Roger. Ich hatte damals die Idee zu diesem Song. Und da haben wir uns überlegt, das wäre auch ganz gut, wenn wir dann Cover zu machen, weil da kann man irgendwie was Gutes machen. Da haben wir dann eine Idee gehabt und das gemacht und gesagt, ja, da kann man eigentlich auch gleich Klamotten so machen. Und daraus ist dann dieses ganze Image so entstanden eigentlich. Ne? Ich dazu sagen, dass wir auch früher den Teufel irgendwie benutzt haben, aber niemals als religiöse Figur. Das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun, weil ich bete weder den Teufel an, noch bete ich auf einen anderen Gott an. Das ist meine persönliche Sache. Diese Meinung muss keiner teilen, soll auch keiner teilen. Das ist mein Privatding. Es ist einfach so, dass wir ihn benutzt haben als politische Antifigur, als Art Rebellen, sagen wir mal, der so ein bisschen ausdrückt, ja, er nimmt nicht alles so hin. Er sagt halt, Moment, warum ist das so, das zu hinterfragen. So, wir haben ihn also mehr als Spielfigur benutzt. Natürlich eine Geschmacksfrage. Zensur jedenfalls gibt keine Antworten. Warum wird diese Musik nur so verteufelt? Man hat es bei den Rolling Stones versucht, man hat es bei Elvis Presley versucht, man hat es eigentlich bei allen Leuten versucht. Es geht einfach darum, gar nicht um die okkultistische Seite oder sonst irgendwas. Das sind alles Vorwände, die benutzt werden, um eine Jugendkultur mundtot zu machen. Weil die Leute diese ganzen Sachen initiieren, wie Leute aus Regierungen, also Leute, die durchaus Einfluss haben, auch Leute der Kirche als Institution, das aus so einem Grund machen, weil sie einfach Angst davor haben, vor einer Jugend, die kritisch ist, ihre Sachen, die sie tun, wirklich in Frage stellt. Passt unser Hintergrund, der Övel-Gönne-Museumshafen, perfekt zum Piraten-Image der Band. Sonst immer bei mir im Studio, diesmal bin ich der Gast, Tourist in Sachen Metal in Hamburg. Running Wild weisen mich ein, wo geht der geneigte Fan hin, wenn er sich in Sachen Hard Rock und Heavy Metal amüsieren will? Ja, konzertmäßig gibt es da bei uns das Docks, da finden eigentlich die meisten Konzerte statt. Da gibt es noch große Feier, das ist ab und zu mal metalmäßig was. Dann Logo ist ein sehr kleiner Club, da gibt es ab und zu auch mal was. Ja, und dann halt noch Alsterdorfer Sporthalle, ne? Aber das sind dann nur die ganz großen Sachen. Ne? Da spielen aber jetzt nicht nur Heavy-Metal-Gruppen, sondern da spielen auch andere, aber hauptsächlich Metal-Gruppen, richtig? Ja, also wenn Metal-Gruppen kommen, spielt die halt in den Läden dann. Ne? Mhm. Was gibt's sonst so, wenn man nicht unbedingt viel Geld für live bezahlen will, sondern in eine Disco will oder in einen Club? Ja, ich gehe meistens in Sound, Samstagabends, Big Apple, Mittwochs, ist auch Heavy. Und dann gibt's Kneipen noch, Joy zum Beispiel. Was noch? Ja, den Videoclub Steppenwolf. Ja, da werden Videos gezeigt, Heavy-Videos. Da geht man hin und schaut sich Heavy-Videos an. Kostet das Eintritt? Nein, Eintritt kostet das nicht. Es kostet das Bier, das man trinken will oder auch nicht. Ne? Ja, und der Mike hinter der Theke, der schmeißt dann die Videos rein. Ne? Ist immer gut laut. Ja, sehr interessant. Ihr seht das Ganze nachher nochmal gerafft in der Schrift zum Mitschreiben, während wir uns ein Video von Running Wild reinziehen. Dankeschön. The Paiste cymbal stand, where I've actually bumped into three guys from Running Wild, which is one of Germany's hottest new rock bands. I've got Jens, I've got Axel, and I've got the curiously named AC. It's nice to see you guys. Nice to meet you. Now, I know, like a lot of German bands, you're actually based in Hamburg, so you've had to travel quite a way to come down to the Frankfurt show. Do you think it's worthwhile to come down to these music fairs?
Yeah, of course. It's the biggest, I think. Yeah, it's really important to see new things, to meet nice guys here on TV. Well, you ain't gonna meet them with me, are you? We know that you can, so we're here. Yeah, we had to come down because we're gonna play, Jens and me are gonna play tomorrow for Premier Drums. So we had to come down. Is it something that you enjoy, actually getting up and playing these kind of demonstration sets for all the kids? Yeah, it is. It's actually when, like this time, Premier called me and asked if we were going to play on a big Shell stage this time. And we said yes, of course, and we were very excited. You've just come off a German tour, which I think started in April, is that right? In April, I think. Germany and all Europe. And that was your first tour with the band? Yes, the first big tour, right. What did you notice about it? How did you fit in? Did you feel that you fit in very well? Yes, I know them very well before, and I hear that they are looking for a new guitar player, and so I know them all. I came from Hamburg. Nothing easier than that, to play every rehearsal and say, okay, now we start, here we are. Now Jens, obviously it's been a new experience for you as well, having Axel in the band. How's he fitted in? How do you feel about it? I mean, the best thing about him is he has nice hairs, he's good looking, he can't play guitar, but this is not so important. Well, it's another band and another beer here behind the bar at the Metal Hammer.